Moin und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich denke, oh ja, jetzt gibt es Backpfeifen. Sorry, aber ich muss euch leider, leider richtig enttäuschen. Ja, ich hatte ja gesagt, Pinguin TV hat mich richtig neugierig gemacht. Ich habe es mir installiert auf die 512er SSD. Und ich habe es mir jetzt auch so mehr oder weniger angeschaut und habe einiges versucht einzustellen. Und es scheiterte schon wieder bei einigen Klamotten, nur so Kleinigkeiten. Ja, und hier, ja, der Loder, der hatte hier auch schon geschrieben, ja, dass er jetzt, ja, dass ich hier, die Distros teste. Aber ganz ehrlich, das ist nicht Michel Franken. Ja, das war mal Michel Franken. Der nennt sich jetzt mittlerweile anders, ja. Also nicht mehr Michel Franken. Und zwar ist das hier oben, hier sieht man es, Vostopia. Nicht Michel Franken. Okay, aber ganz davon ab. Das ist eine andere Sache. Und ja, ach, guck mal hier. Da war auch schon, ja, wie so ein, der Kampf, ne? Debian oder Arch. Ja, und diese Videos, das ist so, ja, das inspiriert, das macht neugierig. Genauso wie ich jetzt, ja, bei Pinguin jetzt hier die ganzen Videos ja mir schon angesehen habe, wie was funktioniert und Solus, ja, schönes, stabiles Betriebssystem, auch immer aktuell, ja, ist auch okay, mag ja sein, aber es ist irgendwie der Apache Desktop. Es ist einfach der Apache Desktop, der sagt mir nicht zu, das ist nicht meine Welt und ihr sagt ja immer, ja, meine ruhige Art, eigentlich ganz anders. Ich bin ruhig, ja, ich bin lange ruhig, aber wenn mir etwas auf die Nerven geht, dann gehe ich die Decke hoch. Und dieser Batschi Desktop, der hat mich vorhin so dermaßen gereizt, dass ich gesagt habe, dieses Ding, hier, nein, es ist nicht meine Welt. Der Apache Desktop auf gar keinen Fall. Und ich habe auch keine Lust, mir meine Nerven mit so einem kuriosen, ja, ich will mich nicht da nicht weiter auslassen, weil das wird bestimmt für den einen oder anderen top sein. Für mich ist das ein Flop. Ich bleibe bei meinem Cinnamon oder bei dem GNOME Desktop. Und deswegen hier mache ich gerade mit Marlena Etcher Solus mit dem GNOME Desktop. Ich glaube, der behagt mir besser. Und wenn das soweit ist, werde ich davon Videos machen. Aber nicht mehr mit dem Batschi. Sorry, aber der Batschi, das ist nichts für mich. Aber jedem das seine. Jeder soll das installieren, was er mag. Gibt genug User da draußen, die den Apache Desktop lieben. Ich liebe ihn nicht. Ich mag ihn nicht. Und deswegen, ja, ich werde das jetzt so weitgehend installieren. Das erste Video habt ihr ja gesehen, wie weit ich da war mit der Installation, also aus der Live-Umgebung heraus installiert. Die ersten Updates hatte ich gemacht gehabt und danach sollte es eigentlich weitergehen. Und damit die ganze Sucherei oder sonst irgendwie ja nicht ein ewiges, langes Video wird, habe ich mir gedacht, ich gucke vorher mal, wo ich was finde. Aber
der ist mir einfach zu umständlich. Der behagt mir nicht. Und deswegen, und ich sag mal, wenn einem etwas nicht behagt, dann sollte er die Finger davon lassen. Ne? Und das werde ich jetzt nämlich damit auch tun. Also geht es dann demnächst weiter mit Solus, aber dem Gnome-Desktop, weil der ist, liegt mir einfach besser. Bis dahin. Ciao, ciao. Und nicht böse sein.